Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egonson und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization. Singen ist ja überschätzt, finde ich. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass ich so gar nicht singen kann. Das müsstet ihr ja schon wissen, wenn ihr mir öfter zuschaut. Nicht, weil ich da ständig singe, sondern weil ich das schon mal erwähnt habe. Ich war mal mit Freunden in der Karaoke-Bar und habe mich für das Lied Yesterday von den Beatles entschieden, da das eins der wenigen Lieder ist, die ich relativ gut kann, noch aus Schulzeiten. Unser Musiklehrer war großer Beatles-Fan. Dann ist das ja fast schon auswendig lernen lassen. Hat er mir so oft gesungen. Und der Text ist auch sehr gut, um irgendwie so es nachzuspielen, pantomimisch. Worauf ich eigentlich hinaus will, bevor ich mal wieder den Faden verloren habe. Ich war mein Freund der Karaoke-Bar, sing da Yesterday. Also nicht irgendwie auf der Bühne oder so, das hätte ich mich eh nicht getraut. Nee, das war so eine japanische, da hat man am Tisch sitzen bleiben können. Am Tisch waren Mikrofone, kleine Monitore, auf denen man dann den Text hat ablesen können. Linz baut Stadtmauern. Und ja, also das Publikum hat praktisch bei jedem applaudiert. Ja, der ist einfach nur, das macht man ja auch einfach nur, weil die Leute sich das getrauen und damit die anderen Leute unterhalten. Das ist ja schön und nice. Nur bei mir, da war der Applaus sehr verhalten. Und dabei fand ich, dass ich gar nicht mal so schlecht gesungen habe. Wobei mir es eigentlich schon ein Zeichen hätte sein sollen, das fällt mir jetzt erst auf, als dann nämlich eine Freundin von mir mitten im Lied dazu eingestiegen ist. Ich denke mal, das hat sie jetzt im Nachhinein, hat sie das gemacht, um mich zu retten, da ein bisschen so Background-Gesang zu machen, damit es nicht ganz so monoton klingt, wie es sonst klingt. Ich sollte sie mal fragen, ob sie das deswegen gemacht hat, wenn sie sich daran noch erinnern kann. Da ist nämlich schon Jahre her. Und seitdem bin ich auch nicht mehr wirklich zum Karaoke singen da groß lustig aufgelegt gewesen. Da haben wir sogar eine gute Chance. Die Belagerungseinheiten haben nämlich so gut wie gar keine Verteidigung. Ja, gleich getauscht. Das ist mir der Speer wert. Wenn er stirbt, ist auch nicht so schlimm. Wir brauchen die ein oder andere Militäreinheit eh weniger. Die kostet schon Heidengeld. Wie sieht das eigentlich aus mit... Wir sind hier mit den Koreanern doch cool. Aber haben nichts, was wir ihnen verkaufen können. Und der stolze Strauß der Mayas. Weißt du was? Gib mir 90 und 150 in Gold pro Runde. Habe ich 90 gesagt? Ich habe schon 80, ich hab 90 gesagt, 80 eingegeben. 75. Heißt mach wirklich nein? Okay, 139. Wir denken 140. Plus 2 pro Runde. Da sind wir bei 199. Wunderbar. Schnelles Geld und fast wieder ausgeglichener Staatshaushalt. Das lobe ich mir. Kaysen, rüber nach Peking. Bekommst du Beförderung später? Produktionsmehl. Salzburg ist jetzt soweit, dass sie zumindest nicht mehr hungern. Hungersnot. Okay, jetzt können wir aber was nehmen, was zwei. Oh, ey, das wäre echt eine ganz tolle Stadt. Wenn sie nicht so hungern müsste. Wenn ich diese Minen abreiße und dort einen Bauernhof hinbaue, wäre das, glaube ich, nicht verkehrt. Wie ist denn hier? Nehmen doch das hier. Genau, statt das hier. Dann haben wir schon mal ein Gold mehr. Jetzt haben wir... jetzt sind wir bei 0. Wieso wachsen die dann trotzdem 150 Runden? Naja. Was? Unzufriedenheitsfaktor minus 75. Achso, ja. Wachstum wahrscheinlich. Ja. Wachstum ist mir eh egal.
Ja, nee, mit 0 pro Runde kann ich leben. Dann haben wir wirklich einen ausgeglichenen Staatshaushalt, das ist schön zu wissen. Und ja, vom Ding her ist alles wunderbar belegt. Ja, ein schönes Gleichgewicht. Schau mal in Wien nach. Wien hat immer nur noch 4 Einwohner. Wien haben wir auf den Produktionsfokus gestellt und er wächst in 19. Er, sie wächst in 19 rum. Wenn, dann ist Wien eine sie. Wien könnte auch viel Geld produzieren. Aber man sehe schon. Ja, sieht gut aus soweit. Shanghai hat nur 2, dann machen wir erstmal nichts. Linz, Graz. Graz ist inzwischen so groß, dass sie doch der manuellen Verwaltung ihrer Bürger bedürfen könnten. Hier ist zum Beispiel, warum machst du den hier statt den hier? Das verstehe ich. Wieso? Da muss doch der Computer mitdenken. Ah ja, gut, wir können eh nicht wachsen. Trotzdem mitdenken. Hier ist es jetzt so, da wir eh nicht wachsen. Stagnation. Kannst du auch das nehmen. Und hier ist es auch so. Nee, Hunger. Ja gut, die Hungersnot soll man nicht. Wie sieht das aus mit. Wo ist denn hier die Eiernahrung plus 0,25? Ja, dann passt doch alles soweit. Dann haben wir hier ein Gold. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Was würde. Das der Schaf hier. Das bringt, glaube ich, Nahrung, nicht mehr Produktion. Ja. Du baust die Straße sehr gut. Und du baust die Straße nach Shanghai. Auch sehr gut. Wie viel Health Points hast du? 87. Du bist ja unser Topmann jetzt hier, nachdem du hier produktionstechnisch so gut dastehst. Fortify mal. Nee, da warten wir noch. Wir machen dich wirklich hundertprozentig fit. Und du gehst hier außen rum, auch wenn es länger dauert. Der Speerkämpfer macht sich auch hundertprozentig fit. Du gehst hier über den Fluss. Da drüben kannst du besser angreifen. Du gehst hier rein und wirst upgraded. Haben wir hier nicht noch auch. Ja, du wirst auch upgraded. Oh, die ganzen Produktionen können wir auswählen. Dann machen wir doch noch mehr Kompositbogenschützen. Nee, noch einen Speerkämpfer und einen Kompositbogenschütze würde ich vorschlagen. Ja. Kaserne, eine Runde. Die nehmen wir noch mit. Genau. Der Krieger ist ready to roll. Warum ziehst du alle nicht hier? Wobei die Armee hier oben müsste ausreichen, um sich den zu erwehren. Ja, finde ich schon. Dann können wir hier unten mit der kleineren Armee Richtung Peking ziehen. Die schon mal aufreiben. Und wenn hier oben die Schlacht gewonnen ist, kommt hier die Verstärkung und gibt Peking den Rest. Unser Speer stirbt. Das bedeutet, wir haben wieder Geld. Aber das bedeutet auch. Oh, dass wir hier mit der Sichtweitenerhöhung. Ah ja, sehr gut aufgestellt sind. Du kannst heilen in fremden. In fremden Gefilden? Das ist ja toll. Wow. Ja, jetzt bist du ja nicht so weit. Ja, bleib da. Denn wenn du angegriffen werden solltest, du hast so viel Boni. Da kann ja keiner was. Sei schon, dass hier Platz für dich ist. Du Speerkämpfer. Kümmerst du dich um ihn? Ja, das wäre zu schade, wenn wir das Katapult ungeschoren davonkommen ließen. Dem nehmen wir uns natürlich an. Sind es von dem Kompositbogenschützen angreifbar? Das müssen wir aber ganz locker überleben. Dauert halt mal ein, zwei Runden, bis er soweit ist, um ja unten bei Peking eingreifen zu können. Jetzt habe ich gerade gedacht, Shanghai wäre weg, weil ich gedacht habe, Shanghai wäre hier. Was? Da ist noch gar nicht. Oh. Okay, bau die Straße fertig. Und in der nächsten Runde machst du endlich mal dieses Räucherwerk. Warum hat er da nicht? Ja, dann bin ich ja praktisch schon im Plus. Das ist ja. Und du nimmst das Gold hier mit. Ja. So, Delay.
geh nach Shanghai und heile dort. Das geht schneller. Du gehst natürlich hier vor. Salzburg hat das, die Kaserne fertig und kann jetzt einen noch besseren Kompositbogenschützen bauen, als sie das eh schon gemacht hätten. Ja, ja, greift ihr hier ruhig an, reibt euch an so unwichtigen Einheiten wie unserem Speer auf. Oh, du hast eine Beförderung bekommen. Sehr schön. Ich würde fast vorschlagen, du nimmst den hier, heilst eine Runde. Lass mir dich das Kanonenfutter. Nein, wir versuchen. Oh, jetzt ist aber natürlich, wenn wir hier gewinnen, was wir nicht machen. Ich will nicht, dass er der Einzige ist, der von der Stadt angegriffen werden kann. Mit ihm will ich nämlich die Stadt einnehmen. Ich hätte gerne ihn dann nämlich hier rüber. Hm. Hab ich noch Fernkampfeinheiten, die... Ja, hab ich. Ja, wunderbar. Dann... Hm. Ja. Hier, vor. Verzeihung. Dann opfer ich den Speer. Ich hoffe mal, er gewinnt. Okay, 50-50. Ich hoffe mal... Oh, mit dem... Den großen General hier wird das schon eng. Minus 26, der hatte noch ein Health Point. Ey, komm. Wild. Oh, nicht den großen General vergessen, wenn wir den Krieg ziehen. Ach, was soll der Geiz? Komm hier mit nach vorne. Ich bin jetzt wild. Friedensvertrag, Gold. Mit Monty? Wir sind mit Monty im Krieg? Und er bietet uns Gold? Annehmen! Haha! Jetzt sind wir in Lotto gewinnen. China! Bietet uns 1830 Gold und Edelsteine. Überleg. Wir können das jetzt nehmen. Denn es ist nicht sicher, ob wir Peking einnehmen können, so wie es jetzt aussieht. Mit dem ganzen Gold stehen wir natürlich wunderbar da. Mit den Edelsteinen sind wir zufrieden. Und haben dann 10 Runden, die China wieder aufbauen kann. In den 10 Runden werde ich noch mehr Militär bauen und Peking dann in der nächsten Runde auf jeden Fall platt machen. Nach 10 Runden. Ja, naja, dann baue ich noch 1-2 Katapulte und gehe da auf Nummer sicher. Mit dem Militär werde ich dann, vor allem braucht man Geld, das riesen Militär, aufrechtzuerhalten, mit dem wir dann später auch Paris einnehmen werden. Okay, dann nehmen wir 10 Runden an. Um danach Peking einzunehmen. Tja, das Gold nehmen wir mit. So, wunderbar. Dann gehen wir, sind ja unten noch irgendwie, ist ja noch mal Bahnlager, wer weiß. Haben wir nicht noch einen Speer hier oben oder haben wir alle verloren? Naja. Ach, dann können wir ja vielleicht die 10 Runden dazu nutzen. Wir sind mit Frankreich noch im Krieg, ne? Ja, wie sieht's bei dir aus? Ich möchte 1000 Gold. Ah, dann macht euch darauf gefasst, dass eure Hauptstadt brennen wird. Du bist ja nicht fertig. Ah, jetzt haben wir Diamanten und Räucherwerk dazu bekommen. Und sind aber bei plus 7. Die Städte... Ja, Salzburg. Komm, Salzburg wächst. Ihr braucht das Wachstum, um noch mehr produzieren zu können. Linz wächst auch. Graz kann eins wachsen. Das ist okay. Wien ist unsere Hauptstadt, dürfen auch noch eins wachsen. Wir sind ja spät genug im Spiel. Bei Runde 98, da darf man schon mal ein bisschen wachsen. Hast nicht die Möglichkeit, irgendwie in einer Runde in heimischen Gefilden zu sein. Anscheinend nicht. Dann gehst du nach Shanghai und heilst dort so schnell du kannst. Du gehst hier hoch und baust die Straße nach Wien. Warum? Oh, die Straße ist immer noch nicht fertig.
Okay, dann machst du das nächste Runde. Nee, ich will die Straße hier oben haben, sonst muss man hier also so blöd einen Umweg machen. Oh, und wir sind auch wieder so weit, Gilden bauen zu können. Mit den Gilden werden wir später jede Menge Handelsbossen bauen. Die wir gar nicht so bewirtschaften können, weil die Städte gar nicht so groß sind. Egal. Nach Norden mit euch. Dort wird der nächste Krieg stattfinden. Der Bautrupp macht hier das Goldglas. Das Goldglas, so viel ist klar. Nee. Nee. Ah. Come at me, Bro. Komm, also hier jetzt. Das war ja mal. Allein denn der Vorschlag war eine Beleidigung. Aufi. Soweit wie möglich heilen und du bist hier genau richtig. Langsam nach vorne vortasten. Hier ist schon mal nichts. Du bleibst lieber hier hinten. Du gehst hier auf den Hügel, da hast du eine wunderbare Sicht. Hier oben kann da nichts passieren. Du heilst den Linz noch eine Runde. Jetzt kannst du natürlich diese Runde nichts mehr machen, außer dich vor den Fluss stellen, um dann nächste Runde drüber zu gehen. Du bekommst noch keine Beförderung. Damit musst du noch gedulden. Wien. Wien ist eine schöne Stadt, die uns. Wie viele Katapulte haben wir jetzt am Start? Ich glaube zwei, ne? Minus 8 pro Runde, da wäre Markt, glaube ich, angebracht. Aber ich nehme lieber noch einen Kompositbogenschütze. Die sind ganz gut, mit denen kann ich ganz gut Krieg führen. Bop, 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 bop. Straße. Nächste Runde. Ja, Straßen sollen wir jetzt eh schon mal Richtung Paris bauen. Um unsere Neuländereien dann noch schneller erreichen zu können. Ich sehe schon, Napoleon hat sich dabei nichts gedacht, als er den Friedensvertrag hier vorgeschlagen hat. Was macht ihn glauben, dass wir diesen Friedensvertrag hätten annehmen wollen, wenn er doch. Ha! Wir nehmen den Franzosen den Wein. Dann ist die Bevölkerung so demotiviert, dass sie sich freuen werden, wenn sie von uns befreit werden und wieder eine Regierung kommt, die ihnen Wein gibt. Ha ha ha. Stereotypenwitze. Ja, Richtung Paris, würde ich sagen. Ne? Du aussiehst. Montezuma hat das Zeitalter Mittelalter erreicht. Sollen wir mit Pakal zusammenarbeiten? Ja, warum nicht? Ich hoffe, dass die Koreaner da nichts dagegen haben. Wo ist Monty eigentlich? Nee, war das hier? Sind die Mayas, genau. Hier oben ist Monty, ne? Tenochtitlan, ja. Hier sind die Chinesen, aber nicht mehr lange. Denn wir werden sie bald umbringen. Du bist unser Heiler. Sehr schön. Dann. Geh hier auf den Hügel. Stell dich daneben. Fortify. Stell dich dahinter. Und du auch. Dann seid ihr in 2 Runden so weit, Paris angreifen zu können. Dasselbe gilt für dich. Dann bist du zwar jetzt schon von ihm angreifbar, aber du bist immer noch auf dem Hügel. Dann würde ich vorschlagen, gehst du hier rauf. Du gehst hier ein bisschen zurück. Du sorgst hier für Motivation. Apropos Motivation, Eisen. Dann können wir nämlich die 3, 4 Krieger, die wir haben, rucki-zucki upgraden und haben eine sehr schlagkräftige Armee. Eisen bekommen wir jetzt mit dem nötigen Kleingeld von ganz vielen Leuten. Schau mal, ob die Koreaner, nee, die haben auch nur Luxusgüter. Was war das? Da war doch eben. Ah ne, es war Kupfer. Auf Wiedersehen. So, Genua waren die Leute mit Eisen, Porzellan und Wein. Sie wollen Baumwolle haben. Und sie wollen, dass ihr ihnen Gold schenkt. Dann machen wir das so. Laventa. Nee, wer hat Baumwolle?
Porzellan, Pelze ist auch nicht verkehrt. Zürich hat Baumwolle und Porzellan. Sie wollen, dass ihr Naturwunder entdeckt. Sie möchten, dass ihr die Ressource Kupfer ans Handelsnetz anschließt. Okay, wer hat Kupfer? Kultur, nee. Ja, leider. Hoppla, auf Wiedersehen. Ich mag keinen Frieden verhandeln. Vielleicht hat Pakal Kupfer. Ich wäre sogar... Er hat Eisen. Ja, ich brauche mehr Eisen als dieses eine. Freunde China. Oh. Alle, hier geht ja einiges. Hier ist mehr rot als grün. Naja. Okay, Sejong hat Kupfer. Schauen wir mal. Was verlangt ihr dafür? Silberfarbe, Mittelräucherwerk. Nein. Aber pass auf. Ich gebe euch das Äquivalent dazu. Das sind 720 Gold. Wunderbar. Jetzt müsst ihr doch hier aufpoppen. Sag mal, bin ich irgendwie... Was habe ich gerade gemacht? Ich hätte viel billiger davon kommen können, aber ich möchte unbedingt so eine Kette an Ereignissen auslösen, dass die ganzen Stadtstaaten mit mir verbündet sind. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Nächste Runde dann. Naturwundern denken wir auch nicht verkehrt. Dazu kaufen wir eine Triere, die wir zum Erkunden schicken. Dann bleibst du hier in den Landesgrenzen, um nächste Runde abgedatet werden zu können. Du kannst hier nicht weg, okay? Aber du kannst hier hin. Gegen Marineeinheiten, denn wenn, dann kämpfst du nur gegen, sag's mir, Barbarenschiffe. Dasselbe gilt für dich. Du baust einen Krieger, den wir dann später zum Schwertkämpfer updaten. Keine Bindung mit den Mayas. Ah ja, schade, dass wir euch auf den Stips getreten sind. Zum Glück haben wir das Zeug vorher gekauft, bevor es jetzt teurer wurde. Sie entscheiden sich dazu, auf den stärksten unserer Militäreinheiten zu gehen. Das soll mir recht sein. Okay, du gehst zurück in die eigene Gefilde, um dann was machen zu können. Die Genauigkeit in Stellung gehen und bam. So sieht das nämlich aus. Ich sehe, wir sind über der Zeit, aber lass uns diesen Angriff noch zu Ende führen. Bevor wir dann in die Pause gehen, dann machen wir hier zack, zack, zack. Diesen Kriegerblatt mit allem, was wir haben. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Er hat mal wieder ein Health Point. Da brauche ich gar nicht gucken. Okay, ich kann jetzt mit ihm hier, dann, oder mit ihm. Ich lasse mal mit ihm und lass ihn hier fortifyen. Ja, genau. Du gehst unwegsames Gelände. Da stehst du drauf. Da stehst du drauf. Ja. Hab ich nicht, wie von Zürich erbeten. Genau. Jetzt sind wir nämlich mit denen Freunde. Bekommen jetzt Baumwolle und Porzellan. Wenn wir ihnen ein Geschenk machen? Von 500 Gold. Verbündet. Ja, Zürich hat Napoleon den Krieg erklärt. Sehr schön. Den Bautrupp geben wir noch einen Auftrag, nämlich die Straße hier fertig. Ah, hast du schon? Gut. Dann bau sie hier fertig. Der Krieger wird in den nächsten Runden irgendwann upgegradet. Wenn wir dann diese Kette an tollen Sachen mit den Stadtschaden fertig haben. Du kannst hier das Bild weitermachen und du gehst auf Erkundungstour. Während du fortifyst und hier bleibst, weil du da sowieso alles machen kannst. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, ciao.